Ja, ich bin immer noch im Oma Ilona. Ich bin seit April 2014 hier am offenen Mikrofon tätig geworden, weil damals das, was in der Ukraine-Krise passiert ist, diese kriegerische Geschichte, diese Hetze in den Medien, ich konnte das nicht mehr ertragen. Ich glaube, ich wäre geplatzt, wenn ich nicht diese Mahnwachen hier gefunden hätte. Dann habe ich so im Internet geguckt, mir alles Mögliche angesehen und ja, Ken Jebsen auf der 7. Mahnwache für den Frieden in Berlin, der Lars Meerholz, der das Ganze damals initiiert hat. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, gibt es denn sowas nicht in Hamburg? Ja, sagt er, na klar, die treffen sich da jeden Montag am Jungfernstieg, da am Flaggenplatz stehen die immer rum. Ja gut, dann bin ich mit meinem Sohn mitgegangen und ja, ich bin hier geblieben, er ist wieder weg. Er ist leider so einer, denke ich mal, der sagt auch immer, Lamm, lass andere mal machen. Ja, und das ist das, was uns hier im Prinzip diese ganze Sache immer weiter nach oben treiben lässt. Diese ganzen Sachen, diese große schweigende Mehrheit, die alles zulässt, die einfach immer noch nicht reagiert. Wo wollt ihr hin? Denkt ihr, habt eine andere Welt? Steigen wir in die Raumschiffe und fliegen weg oder was habt ihr vor? Also ich habe zwei Enkel, die haben jetzt Ferien. Wir sind hier in Hamburg. Ich war heute den ganzen Tag an der Elbe mit meinen Enkeln. Da kam das Wasser dann so langsam immer höher, der Strand wurde immer schöner überspült, wir waren wunderbar baden in der Elbe, wir hatten Spaß. Das Elbwasser ist angenehm auf der Haut, aber es schwimmt natürlich wie überall, wenn große Schiffe hin und her fahren und sehr viel Betrieb ist auch immer mal eine Öllache, so ab und zu mal so ein bisschen bunt auf dem Wasser. Ne? Und das sieht man dann erst richtig, wenn der Enkel auftaucht und hat dann hier so eine kleine dunkle Spur im Gesicht. Aber ansonsten muss ich sagen, es war wirklich wieder toll. Und es ist schön, hier in Hamburg zu leben. Es gefällt mir ja gut. Ich bin ja erst, was die wenigsten wissen, ich bin erst vor 10 Jahren gekommen. Man hört das ja sicher immer noch. Ich habe vorher 31 Jahre in Sachsen gelebt, kann immer noch kein Sächsisch. Und ja, nach 10 Jahren Hamburg habe ich eigentlich auch immer noch diesen Brandenburger Grunddialekt, beziehungsweise das Berlinern. Je nervöser ich werde, umso mehr fange ich an zu Berlinern. Ich habe ich habe zwei Welten kennengelernt. Ich war 33 zur Wende, 1990 war ich 33. Ja, ich hatte ganz normal, was bei uns eigentlich ganz normal war, Schule, wenn man gut war, ging man auf die erweiterte Oberschule, dann hatte man ein Abitur, dann musste man natürlich auch studieren. Ich hatte mir was Hübsches ausgesucht, beziehungsweise meine Freundin, Werkstofftechnik und Maschinenbau mit Spezialausbildung, Werkstoffprüfung habe ich gemacht in Karl-Marx-Stadt. Technische Universität, hatte ich ein Diplom-Ingenieur, dann kam ich in den großen Betrieb, wo ich auch schon mein Praktikum gemacht hatte, dort habe ich gearbeitet, als Ingenieur in der technologischen Entwicklung, da haben wir die Technologien gemacht, die Firma Chemieanlagenbaukombinat Leipzig-Grimma, der Stammbetrieb in Grimma, 1900 Beschäftigte in dem kleinen Ort mit 18.000 Einwohnern, also im Prinzip kannte jeder jeden und jeder war mit jemandem dort irgendwie sogar teilweise verwandt. Also es war eine spannende Geschichte. Wir haben komplette, was auch die wenigsten wissen, bei uns in der DDR gab es Betriebe, die haben wirklich funktioniert. Wir haben komplette Werke für Erdöl- und Erdgasverarbeitung hergestellt. Die standen dann zum Beispiel in Turkmenien, in Mauretanien, im Iran, im Irak. Überall standen die Dinger rum und haben total funktioniert. Die waren eigentlich toll. Es gab keine Beschwerden. Und plötzlich musste der AEG oder Siemens draufstehen. Auf den Anlagen. Unsere funktionierten plötzlich irgendwie nicht mehr. Weiß nicht. Die Treuhand, naja gut, die hat unsere Immobilien privatisiert. Ich sag veruntreut. Ja, denn unsere ganzen Sachen waren weg. Es waren viele Sachen, da lief vieles zusammen. Auch unsere Spitzenkräfte, die wir natürlich brauchten als Anlagenbauer, die Schweißer, die alle Zulassungen hatten, die alles konnten, die wurden natürlich sofort mit wunderschönen Gehältern uns nach Würzburg und München und wo sie überall hin sind. Die riefen dann später öfter an. Ich bin ja noch, wie gesagt, eine ganze Zeit da gewesen. Ich habe nach der Wende dann umgeschult, habe in dieser Finanzberatungsstrecke gearbeitet, selbstständig, mit Schwerpunkt Baufinanzierung, 17 Jahre lang. Und in diesem Beruf bin ich auch hier nach Hamburg gekommen. Ja, und ich habe dort eben in Sachsen mit den Menschen richtig Häuser gebaut. Ich weiß nicht, ob jemand kennt, dieses Ytong, Lego für Erwachsene, habe ich immer gesagt. Das hat in Sachsen wunderbar funktioniert. Wir hatten sehr viel Privatbesitz an Baugrundstücken in den Familien.
Ja, und dann haben wir beim Bauherrentag, haben wir uns das mal von dem Bau, von diesem Meister dort zeigen lassen, wie man mit diesen großen Steinen umgeht, wie die Griffmulden, wie man die zusammenklebt, wie das alles klappt. Ja, und dort haben die Familien im Prinzip entschieden, ja, wir bauen mit unseren Leuten sowieso dieses Haus. Ihr macht das, wir machen das, das und das. Funktionierte super. Wurden preiswert und mit wenig Kredit dort wunderschöne Häuser gebaut in Sachsen. Und die stehen auch alle noch. Also wenn ich dort mal wieder bin, gibt es immer noch wunderschöne Möglichkeiten, da mal mit jemandem einen Kaffee zu trinken. Also ich bin bei den meisten noch gern gesehen. Ja, und dann ist das eben so gewesen, dass meine Tochter im Internet jemanden kennengelernt hat hier in Hamburg. El Blondi aus Stelzhoop. Das ist jetzt mein Schwiegersohn. Und 2007 wurde hier mein Enkel geboren. Und ja, mit dem Enkelkind auf dem Arm beginnt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Ich weiß nicht. Wer das noch nicht erlebt hat, kann das auch nicht nachvollziehen. Aber alle, die es schon erlebt haben, haben es mir bestätigt. Dieses Enkelkind, wo man eigentlich gar keinen Anteil dran hat, persönlich, das ist aber das, was einen unwahrscheinlich mitnimmt, diese winzigen Finger. Und das ist eigentlich noch interessanter und toller, als das eigene Kind war, irgendwie. Jedenfalls ging mir das so und ich habe das von einigen gehört, das ist so. Das beeinflusst einen. Und man möchte natürlich gerne, dass diese Enkel irgendwie eine Entwicklung machen, wo sie das, was sie gut können, was ihnen Spaß macht, auch machen können. Ja, ich habe immer wieder was gefunden, was mir Spaß macht. Die Finanzberatung hier in Hamburg hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich 2010 mal was ganz anderes wieder angefangen. Ich bin in der Pflege, in der Altenpflege, und zwar arbeite ich ganz bewusst für eine Zeitarbeit. Denn in den 6 Jahren, die ich das jetzt mache, in den 74 verschiedenen Häusern, habe ich eigentlich überall nur gesehen, so kann das nicht mehr bleiben. Das sind Zustände, wo im Prinzip Menschen wie die großen Werkstücke in meinem damaligen Betrieb auf Tourenplänen in Minutentakt abgerechnet werden. Was ist denn das? Das kann doch nicht so sein, sowas kann doch nicht funktionieren, sowas geht nicht. Und die Kollegen, die fest sind in den Einrichtungen, die haben sehr viel mehr Stress und seelische Beanspruchung als ich. Ich gehe einfach wieder weg, wenn irgendwas nicht gelaufen ist mit dem Menschen. Ich bin nächsten Tag woanders, mache meinen Spaß und da wird er vielleicht wieder essen oder da ist das oder so vielleicht anders. Ich nehme das einfach nicht mehr an. Ich mache meine 6 Stunden mittlerweile nur noch pro Tag und gehe dann wieder woanders hin. Und ich bleibe auch gar nicht so sehr lange immer an einer Einrichtung, weil das tatsächlich, wenn man immer wieder dieses, ja, im Prinzip möchte man ja gerne diesen Menschen weiter betreuen und das noch machen und jenes, aber man hat die Zeit einfach nicht. Es sind viel zu wenige Menschen in diesen Sachen tätig, um die Menschen wirklich menschenwürdig zu pflegen und zu versorgen. Und das ist nicht besser geworden in diesen 6 Jahren, sage ich euch ganz ehrlich. Und das ganze Miteinander der Kollegen und auch das, ja, in den Einrichtungen. Man kriegt zum Beispiel heute als Mitarbeiter kaum noch einen Kaffee in den Einrichtungen. Es ist verboten, da irgendwie ein Häppchen mitzuessen. Also es ist extrem schlimmer geworden. Als ich 2011 dieses Praktikum gemacht habe in einer Demenzabteilung, haben wir mittags direkt immer noch dazwischen gesessen, weil das ja für die besser ist, wenn man welchen anreicht und isst selber mit und so. Das geht alles nicht mehr. Ist alles weg. Wird wirklich... In den meisten Einrichtungen ist es nicht mehr schön. Manche Gruppen arbeiten ganz gut zusammen, aber es ist teilweise wirklich nicht schön. Und man hat auch Mobbing und alles Mögliche. Das muss man eigentlich nicht haben. Deswegen sage ich, wir können was verändern. Man sieht doch, wo es ist. Ja? Die Gewinnerzielungsabsichten, die passen einfach nicht zu sozialen Aufgaben. Und da müssen wir nicht diese Lamm-Methode machen, lass andere mal machen, sondern wir müssen gucken, wer kann denn da was verändern, wo geht denn da was? Und ja, ich schließe mich dann eben gerne Gruppen an, die irgendwas machen. Jetzt auch zu den impfkritischen Geschichten werde ich mitfahren nach Berlin, zu dieser Demo werde ich auch mit hinfahren. Ich komme zwar von meiner Mutter aus Brandenburg dorthin, aber ich fahre auf jeden Fall hin, weil mir das auch wichtig ist. Und ja, wir werden sehen. Wird mir gerade angezeigt, irgendwas mit kurz vor 8. Kurz vor 8, das hatte ich ja auch vor. In Berlin wurde nämlich initiiert, eine Menschenkette zu machen, die sich an den Händen fest und eine Minute eigentlich schweigt und darüber praktisch nachdenkt, was alles in der Welt passiert. Ich habe hier in Hamburg eine Zeit lang bei einer Demonstration mitgemacht, da haben wir 2 Minuten gemacht. 2 Minuten schweigende Trauer
schweigender Protest. Und ich habe da gemerkt, dass diese 2 Minuten sehr viel intensiver sind. Und habe euch deswegen von Anfang an hier 2 Minuten. Ja, wir machen also 2 Minuten. Und wir machen aber nicht nur schweigende Trauer und schweigenden Protest. Wir halten uns ganz fest und wir wissen ganz genau, wir sind schon die, die aktiv sind für den Weltfrieden Nummer 1. Warum macht ihr daraus so einen geschlossenen Kreis? Offen Kreis, genau, lass den Kreis vielleicht offen. Da kann ja keiner mehr zukommen, wenn wir dazu. Hallo, sonst kann immer wer dazugehören. Aber mir wäre wichtig mit Legal der Substanzen und des Wassers, dass wir uns nicht verlieren auf den Planeten. Und jetzt bitte schweigen. Weißt du, schätzt, dass er da gerade schon ist? Manchmal ja. Thank you.